Man könnte meinen, dass mit Donald Trump sich die Frage des freien Handels erledigt hat. Hat es aber nicht. Auch auf dem G20-Gipfel spielt die Handelspolitik, und zwar freier Handel statt fairer Handel, wieder eine ganz entscheidende Bedeutung. Was ist zurzeit Sache? Die EU verhandelt ein Freihandelsabkommen mit Japan. Bei diesem Freihandelsabkommen wird wieder über private Schiedsgerichte gesprochen, die eigentlich von Gabriel für die Zukunft ausgeschlossen wurden. Es soll auch wieder so sein, dass es um Abbau von Standards in den einzelnen Ländern geht. Und alles vollzieht sich wieder hinter dem Rücken der Menschen. Die Politik in Europa ist ausgeschlossen von dem Thema. Weder in der Bundesrepublik noch in Italien noch in Frankreich wusste man über die Details dieser Verhandlungen Bescheid. Ein Skandal. Nirgendwo sind Abgeordnete beteiligt. Ich sage deshalb, es ist notwendig, dass wir protestieren, auch auf dem G20-Gipfel, gegen Handelspolitik, die nicht den Menschen im Mittelpunkt hat, sondern die, die am internationalen Handel verdienen und die daran verdienen, dass Standards abgebaut werden sollen.